Deutschland ist bei einer EM ja immer favorisiert. Jetzt haben wir aber den ungewöhnlichen Fall, dass 4 deiner Spieler unter den besten 15 der Welt stehen und trotzdem sind 2 Europäer noch besser. Wie zuversichtlich bist du, dass der Titel, der Einzeltitel, diesmal wieder nach Deutschland geht? Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Ich war eben auch selbst erschrocken bei der Pressekonferenz, wie ich gehört habe, dass kein Deutscher an 1 gesetzt ist. Aber das ist einfach das Verrückte an der Weltrangliste, dass im Endeffekt man mit 1-2 guten Turnieren dann auch sehr weit nach vorne kommen kann. Ja, der Druck liegt dann wohl bei Morgado und bei Jorgic, Europameister zu werden. Das ist vielleicht für die Spieler ganz gut, aber meine Spieler wissen ganz genau, dass sie Medaillen holen wollen, EM-Titel holen wollen. Und das kann in der Mannschaft, die nominiert worden ist, jeder schaffen. Egal, ob es für Dang jetzt die erste EM ist oder für Timo oder Dima, die ja schon sehr oft gespielt haben, die mit Erfahrung da reingehen. Aber es wird im Endeffekt eine tolle Europameisterschaft. Es sind viele gute Spieler, viele neue Spieler dazugekommen. Aber am Ende geht es, glaube ich, nicht dran vorbei, dass ein deutscher Spieler dann geschlagen werden muss, um ganz oben zu stehen. Nach den letzten Wochen und Ergebnissen und Weltranglistensprüngen musst du ja eigentlich ein sehr glücklicher Trainer gerade sein. Wie bewertest du die Leistungen und die Entwicklung deiner Schützlinge gerade so in den letzten Wochen und Monaten? Ja, die Entwicklung beurteile ich natürlich sehr, sehr positiv. Das ist ganz klar. Die Weltrangliste spielt in meinen Augen eigentlich keine Rolle mehr, weil so wie sie aktuell sich darstellt mit dem System, kann ich sie eigentlich gar nicht gut heißen, weil es einfach zu viele Veränderungen gibt, die oft auch gar nicht das widerspiegeln, wie stark ein Spieler ist. Wenn ein Truls Morga, der definitiv ein guter Spieler ist, der natürlich die WM da in dem System drin hat, deswegen natürlich auch extrem weit vorne ist, das muss er erstmal beweisen. Und deswegen ist das schon ein bisschen schwierig, aber ich bin mit der Leistung meiner Spieler natürlich sehr zufrieden und mit der Entwicklung, weil sie über die Jahre sich stetig verbessert haben. Also spricht ja auch bestimmt auf Dang an. Benne, die in der Zeit, wo die Pandemie losgegangen ist, extrem gut gearbeitet haben und einfach die Fehler, die Probleme, die im Spiel aufgetaucht sind, dann versucht haben auszumerzen. Und das haben sie gut geschafft. Und deswegen stehen sie auch vorne, weil sie einfach ihr komplettes Spiel verbessert haben. Für mich als Bundestrainer ist es ja immer gut, wenn man eine Mannschaft hat, die so viele gute Spieler drin haben, die sich im Hinblick auf 2024, und da richtet ja mein Gefühl für Olympia 2024, ist für mich schon so wichtig, jetzt zu sehen bei den großen Turnieren, wo geht's hin, wie präsentieren sich die Spieler und was passiert bei den großen Turnieren. Deswegen sind das wichtige Turniere bis dahin. Ja. Timo ist ja gerade noch so ein bisschen ein Sorgenkind, laboriert gerade mit einer Rippenverletzung, habe ich gesehen, in Budapest auch zeitweise eine Kniebandage an. Also der Körper meldet sich ja leider immer mal wieder. Wie schätzt du das ein? Was kann man ihm zutrauen jetzt? Oder wird er überhaupt dabei sein in München? Ja, es wird sich dann noch zeigen. Also er war letzte Woche hier beim Lehrgang gewesen, hat ein bisschen Schmerzen verspürt und habe ich ihn nach Hause geschickt, um einfach da ein bisschen Ruhe reinzubekommen, Kontrolluntersuchungen zu machen. Er weiß ja ganz genau, was mit seinem Körper dann auch passiert. Also das im Knie, das sind einfach eine Vorsichtsmaßnahme, da ist überhaupt kein Problem. Rippe muss man einfach dann sehen. Aber er wird, da bin ich mir sehr sicher, so wie ich gesagt habe, Ausblick 2024 da auch Wörtchen mitspielen. Also er wird da nicht irgendwo kampflos aufgeben, sondern er wird weiterkämpfen für Paris. Und deswegen will er, genauso wie alle anderen auch, eine Heim-EM spielen. Und man wird sehen, bis zum 11. August kann man eine Mannschaft oder die Spieler noch verändern. Und bis dahin wird man sehen, wie Timo dann drauf ist, ob er spielen kann, ob er nicht spielen kann. Und da bin ich komplett entspannt, so wie er das eigentlich auch ist. Und das zweite ehemalige Sorgenkind ist ja Dima, der auch eine lange Verletzungspause hinter sich hatte und jetzt wieder zurück ist, starkes Comeback in Lima gefeiert hat. In Budapest lief es ja nicht ganz optimal. Was würdest du da sagen? Was kann man ihm zutrauen? Ja, ich denke, dass man beides auch so einschätzen muss, dass Lima vom Ergebnis stark war, aber spielerisch doch eher ein durchwachsenes Turnier für ihn gewesen ist. Ich muss sagen, in Budapest hat er mir spielerisch besser gefallen, aber es waren einfach auch bessere Spieler dort gewesen, das muss man einfach auch sagen. Und mit Lebrun natürlich ein Spieler, der für ihn auch unangenehm zu spielen ist. Zum ersten Mal gegen ihn zu spielen, ist nicht so einfach. Aber er ist aktuell in einer sehr, sehr guten Form, ist auf einem guten Weg auch wieder dorthin zu seiner alten Stärke.
Er will eine gute EM spielen. Er ist körperlich gut drauf. Mental ist es bei ihm sowieso kein Problem, weil er sehr viel Selbstvertrauen hat. Und am Ende ist es wie für alle anderen auch. Es fängt mit der ersten Runde an und da warten echt schwere Gegner mit Sicherheit. Da müssen sie gut vorbereitet sein. Das sind sie, aber vor allen Dingen mental auch bereit sein, zusammen mit den Zuschauern eine erfolgreiche EM zu spielen.